Stimmt, der Ankyo. Aber eher so Sand, ich schweine ja nicht so den ganzen Tag. Was mit dir? Aber ich spiel kein Evo, schade. Doch, bist du. Ich schweine den ganzen Tag. Ah! Sag einer. Ja? Marcel X3J hat gesagt, du sollst ihm in Facebook antworten, er will dir ein Spiel schenken. Ja, ich hab deine. Musst du nochmal eine Nachricht schreiben? Weil ich hatte ja mal gesagt in einem Infovideo, was ich ja auch nicht ganz ohne Sinn gesagt hatte. Wow. Alles ist schwarz im Stream. Ach nein, ich hab vergessen euch was zu machen. Tut mir leid. Und das Bild ist falsch, ja, soll ich sagen. Dann sag ich doch den Witz. Das schon. Bild kann nicht falsch sein, weil alles schwarz war. Ja eben, das ist ja falsch. Vielleicht hat richtig. Und da hat einer Hero Brian gefunden. Ja, also schreib mir nochmal eine Nachricht, aber ich antworte normalerweise im Facebook nicht, sondern drücke alles einfach nur so weg. Also kommt drauf an, manchmal antworte ich auch. Aber im Normalfall eigentlich nicht, weil das sonst ja. Magst du eigentlich Facebook? Naja. Ich bin wieder da! Hallo! Hallo Mann! Nein! Sagst du, ich muss die Fallbeschleunigung mit einrechnen? Ja. Nein, da war ich kaputt. Doch, musst du. Nein, da war ich kaputt. Ja, dann hast du es nicht mit einberechnet. Nein, da bin ich wieder gestorben. Ja, dann musst du einberechnen. Aua, da bin ich wieder kaputt. So, aua. Nein! Boah, ich hab keinen Bock mehr auf das Level. Nein! Er ist kaputt gegangst. Gangst? Weißt du, was Ganken auch heißt? Ganken heißt Gangplank. Nein, Ganken heißt vergewaltigen. Das macht man bei LOL ja immer, ne? Man gankt ja immer. Man vergewaltigt immer? Ja. Man kommt auf die Lanes von anderen und dann vergewaltigt man die da. Eben. Wow. Deswegen geht. Nein! Alter, wie soll das denn gehen? Deswegen gehe ich auch am liebsten Botlane ganken, weil da meistens die Supporter sind. Alles klar! Ja, die können sich nicht wehren, ne? Ich darf das nicht mit Gemütlichkeit machen! Oh, Mann. Muss mal mit Gemütlichkeit. Mit Ruhe und Gemütlichkeit, denn dann geht alles wesentlich schlechter. Ah! Das und stimmt aber nicht. Mit Gemütlichkeit. Mit Freundlichkeit, Gemütlichkeit, da holt der Ankh dir voll die Bären weg. Da. Versuch's mal mit Hektik. Gemütlichkeit, und der Ankh, der ist gemütlich. Ja. Dienstag ausschlafen. Ja, geschafft. Wenn du jetzt verkackst, du Affe. Ja, geschafft. Die Bandage ist mein Jau. Und hier in dem nächsten auch noch. Was ist? In welchen Stunden schreibst du Mathe? Erste, zweite und dritte. Ah, weißt du, was ich in der Zeit mache? Ich liege im Bett und schlafe. Ist da oben die Bandage? War die da oben? Oh ja. Olaf, wo ist die Bandage? Bro, nee, da kann die gar nicht sein. Bro, hallo, ja. Bandage. Hallo, ich bin der TT. Komm zu mir. Also, die haben es gefragt, insgesamt, wenn sie die Spiele schenken sollen, müsste ich auf, Facebook anschreiben, oder? Nein, am besten über den Table Tennis Gamer Kanal. Anschreiben da. Nicht am besten irgendwie per Steam einfach das Spiel schenken? Nee, die haben mich ja nicht. Dafür müssen die mich da annehmen. Ach so. Und normalerweise bei Steam nehme ich keinen an. Aber die Frage ist weil Spiele schenken nehme ich eigentlich nicht so gerne an, ne, weil... Ja. Das weil ist immer so ein komisches Gefühl irgendwie, dann sowas... Ach, scheiße! Sowas anzunehmen. Ja, Tim, weiß ich nicht. Ich hab die Bandage gesehen. Ich auch. Ja, ich hab's auch gesehen. Links. Gut. Ganz unten links. Das wird zu weit. Vor allem würde das, also... Er muss mir einfach mal schreiben und ich guck dann. Wenn das ein Spiel ist jetzt, was nicht mein Genre ist zum Beispiel, mein Genre, ne, oder wo ich mir, also wenn mir jemand schon was schenken sollte, dann möchte ich das auch Let's Playen oder so. V. Aber wenn das jetzt was ist zum Beispiel, was ich gar nicht zocke, wenn er jetzt irgendwie so ein Shooter ist oder sowas. Battlefield 3 zum Beispiel. Ja, das werde ich nie im Leben zocken. Dann wollte er der Bit-Trip-Runner schicken. Hä? Kann ich. Bit-Trip-Runner. Was ist das denn?
Das ist auch so ein Indie-Game auf Steam, das habe ich auch. Das ist so ein Mannequin, der rennt so rum. Da musst du immer ducken, springen, kicken und dick springen. Das ist, also, hört sich lustig an, können wir drüber reden! Das ist auch so ein Typ, das habe ich auch das Spiel, da kriegst du mal total die Paras. Weil ja, wie teuer ist richtig das denn? Ausraste. 9 Euro. Boah, das ist aber auch schon viel, ne? Also, ich weiß nicht, ob ihr das versteht, Leute, aber man fühlt sich sau komisch dann irgendwie. Also. Ja, was? Weiß ich, du hast 4-Bit Meat Boy freigeschaltet? Ohoho! Ja, benutzt den mal! Der 100%! Oder Fork. Also, der ist noch cooler. Du kennst doch Commander Video aus dem Spiel hier, ne? Nein. Ja. Ah, doch, ja, gibt's auch was. Ja. Factory. Ich hab das hier noch nicht. Wir müssen erst das Glitch Girl Level machen. Und der Commander Video, der ist der Hauptcharakter in dem Spiel. In dem. Oh nein, das habe ich schon mal gemacht. Boah, ich hasse das Level. Nein. Titte, weißt du, was du noch empfehlen kannst? Ne. V. Ja. Warum soll ich denn hau? V. Was soll das sein? Auch ein Spiel. Indie-Game. Da kannst du noch klicken und dann gehst du entweder an eine Decke. Also mit Antigravitation. Nee, mit Anti-Schwerkraft. Gravitation umkehren. Ach, du Schwerkraft, Gravitation und was anderes. Das ist richtig cool. Ist das denn ein 2D? Ist das ein Indie-Game, was auch irgendwann mal zu Ende ist? Oder? Ja, klar. Oh, das hat eine richtige Story. Ja, also du bist da so gefahren da von so einem Schiff und dann bist du irgendwie abgestürzt und deine ganze Crew ist jetzt irgendwie voll am Arsch und du musst sie jetzt finden und retten und dann musst du da abhauen. Genau. Aber das Spiel ist ganz cool, das wollte ich mir auch mal kaufen. Das war richtig fun. Boah, ich hasse das Level hier! Mein Problem ist halt auch so, dass ich nicht genug Skill habe jetzt für das Level. Also doch, der Skill ist vorhanden. Potenziell schon, ich habe ein Potenzial! Nein, hast du nicht. Du hast eine Potenz. Ey, du bist eine Potenz. Er ist Potenz. Ich bin Impotenz. Der Unfruchtbare, ne? Der JK war der Unfruchtbare. Das Level ist impotent. Kevin nennt sich im Mitte immer der Terminator mit TH. Genau. Der Terminator, bei mir ist alles thermisch. Genau. Wobei das mit TH auch Sinn machen würde. Ja, ich hab ja gesagt, du willst doch nicht große Watch-Unterricht gebracht, aber da hat niemand gecheckt, weil die alle so dumm sind. Oh Mann. Die haben sich drüber aufgeregt, wie dumm ich Terminator schreibe. So, da fragt dich einer, ob du lieber. Ah, nee. Der Terminator, der hat etwas mit der Therme zu tun und das ist die Wärmelehre in der Physik. I wanna be the. Antio, ich wollte eine Frage beantworten. Tut mir leid. Die I wanna be the guy, Warp Zone wurde schon gemacht. Ja, die haben wir im letzten Stream. Hat gar nicht lange gedauert. Nee, hat doch nicht. Das war so geil, ne? Ey, ich schaff das hier nicht. TNT, was für Musik hörst du? Also Richtung. Alles. Alles. Außer Hardstyle. Das, was der Sepp immer hört. Hardstyle und der Mitchell. Dann sind wir fast gleich. Ich höre auch so gut wie alles. Und Techno höre ich auch nicht. Hörst du so Rap-Kacke so? Ne, Rap höre ich auch nicht. AC/DC? Na, eigentlich auch nicht. Also, ja, doch, könnte ich mir anhören. Aber höre ich jetzt nicht aktiv. Im Moment höre ich eigentlich immer mal so. Boah, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Im Moment höre ich nichts fest. So japanische ganze Stelle Musik, wo die 3 Millionen Wörter in Sekunde sagen. Ja, japanische Musik höre ich auch gerne. Aber nicht so, oder? Ey, ich sag nur LOL Monikas Channel. Oh nein. Richtig gut. Das war so eine Japanerin bei LOL, die sich reingezogen haben. Aber ich höre hier Anime-Musik höre ich gerne, so diese Intros immer. Leute, wozu wollt ihr die Skype, wenn er euch nicht annehmen wird? Ja, ey, aber wie gestern im Stream, wie oft wurde Sepp Skype Eddie genannt und wie viele Apps hat er am Ende bekommen? 3? 4? Der hat ja schon den halben Chat immer geblockt bei Skype, weil die schon immer haben wollten. Richtig. Was wollen die eigentlich damit? Weil die schreiben einen dann doch eh nie an, die wollen einfach nur eine Liste haben. Also, die Leute,
die einfach nur die Skype-ID haben wollen, die schreiben meistens wirklich echt nicht. Die Leute, die einen dann total nerven, das sind die Leute, die schreiben, kann ich deine Skype-ID haben, ich schreibe auch nicht oder nerv dich auch nicht. Die nerven. Ja, ja, schon klar. Das ist immer so. Dann wirst du nur noch kaputt geschrieben. Ich hatte gerade Business Anruf. Ah, das ist gut. Was für ein Anruf? Und wann? Und Wampa, wann willst du wieder Tee trinken? Ja, Wampa, ist ein Apfelsaft. Ich schaffe das Level nicht! Boah, ich hasse das! Ich will das jetzt schaffen. Warte. Alter, meine Wii ist, glaube ich, auch schon mit 15 Uhr an. Was? Ja, es gab ja noch gelitten, das weiß, wissen wir alle. Vorhin mit Alex ein bisschen gezockt. So, ich glaube 3-4 Runden. Nein, hast du nicht. Doch, habe ich. Bisschen eingefahren. Ich weiß aber trotzdem noch nicht, wen ich nachher fahre. Also ich spiele immer Bob Bowser. Ich habe bis jetzt noch nie was anderes gespielt, glaube ich. Boah, ja, Bowser ist doch der größte Noob in dem Spiel. Ich habe die bis jetzt immer nur gespielt. Nein. Ich will noch nie was anderes spielen. Der größte. Nein! Ist immer noch Funky Kong. Der größte Oberpro ist immer noch Daisy. Ey, Titte! Ja? Pringles! Was ist mit Pringles? Ich hab die! Pizza. Ja, ich weiß. Schon auch, wer ist schon? Nein! Ja, ey, geh doch mal nach Hause! Mir ist warm! Ich bin ein Gamer! Wo ist Danny? Das ist der Danny's AFK? Der Demji! Ah nein, wir spielen kein Cotton Alley mehr, das Demji-Lied ist vorbei. Ich rede aber von Demji und nicht Demji. Ja, egal, trotzdem ist das Demji-Lied nicht mehr da. Ich schaffe das Level nicht. Das sind auch so die einzigen Level, die mich noch voll ankotzen hier. Diese Glitch-Girl-Scheiße. Warum habe ich gerade Textball? Egal. Ich hab das verwirrt. Danke, das bin ich eigentlich immer. Außer in LOL. Da bin ich auch ab und zu mal wirklich halb Brain AFK, wenn ich zocke. Barbecue Mystikar. Nein! Du verdammter Kackofen! Kackofen. Ich habe jetzt die Lösung gefunden für das Level, wo ich letzte Mal, also als ich das letzte Mal gezockt habe, ich glaube, boah, das war auch im Stream. Die Folge ist noch gar nicht hochgeladen und das ist schon ewig her. Auf jeden Fall, als ich das letzte Mal im Stream gezockt habe, habe ich mich da voll dumm angestellt, ne? Also jetzt bei der letzten Passage hinten. Und jetzt habe ich endlich herausgefunden, wie man das viel einfacher machen kann. Nämlich so, wie ich das gerade versucht habe, das geht auch voll schnell, aber irgendwie war ich da jetzt so auf kurze Distanz doch zu unfähig für. Ich hoffe, dass ich das jetzt schaffe. Unten im Bild ist irgendwie so ein... Ja, jetzt habe ich nicht aufgepasst, irgendwie so ein kleiner Schnitt drin oder so. Da wackelt das immer. Da ist das nicht synchron, da passt das nicht zusammen, da hat einer beim Kleben Scheiße gebaut. TT, wolltest du nicht das machen, was Mitchell dir vorhin gesagt hatte? Was hat er gesagt? Wegen der Schrift. Ja, habe ich doch. Super, warte, ich versuch kurz. Wartet, Leute. Also, guck mal. Besser Bild. TT. Ja. Kevin. Wobei weißt du, was der Yappi ist? Warte, oh, ich musste gerade neu. Was der Yappi? Weißt du, was Alter, TT, ganz ehrlich. Das sieht jetzt viel besser aus als vorher. Jo. Hat der Mitchell gefunden, den Trick? Der Mitchell ist halt doch irgendwo so ein kleiner. Ach, lieber so. Gott! Ne, ich soll fragen, hast du Yappi oder kennst du Yappi? So, weil ich glaube, ich sowas wie nein, Facebook oder ich so. Ich kenn keinen Yappi. Wenn du mich fragen würdest, sag mal, Kevin! Was ist Yappi? Würde ich dir sagen, das ist eine japanische Frau. Ich weiß nicht. Ne, das ist Internet-Community, gut, gerade nein, da. Das ist Yappsi. Jetzt mal eine Frage an die, Nein! Zuschauer. Ja? Wie findet ihr den Quali-Unterschied von eben und als TT das gemacht hatte? Na, ist für mich gleich. Mhm. Was denn, du weißt im Stream?
Ja. Ja, wo ja, meinst Ahnung. Du denn? Ja, für die gleich oder bist du schlechter? Hallo? Du findest das schlechter? Ja. Ey! Ja, Leute, was findet ihr denn? Ich bin jetzt wieder da, ne? Ja. Ich soll dich fragen, ob du Penner Game spielst. Viel geiler, TT, viel geiler. Jo Leute, das Qualität ist jetzt High Quality, ha? Nein. Ey, geh nach Hause, sag nicht nein, sag doch. Ich soll dich fragen, ob du Penner Game spielst. Na, ich bin 24/7 ein Penner, also. Also du das Spiel auch spielst. Vorher konnte man, wie gesagt, hier, die Schrift zum Beispiel nicht lesen. Das werdet ihr auch wahrscheinlich nachher bei LOL sehen. Ich hab mich mal bei Penner Game angemeldet, aber ich wurde gebannt. Warum? Ich hab mich Penner-Bumser genannt. So wie bei Heroes? Bei Stufe Free? Ich trinke Energy Drinks, hauptsächlich Red Bull mit Wodka. Wodka? Ich glaub, TT will nicht deinen Penis sehen. Ach, hab ich wieder niveaulos im Chat. Aua. 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 Was ist das denn für eine Frage, ob TT, Nein! Wieso triffst du mich? Mit Malzer spielt. Der spielt ja sowieso immer mit Malzer in der ersten Zeit, oder? Nein, nicht immer. Nein, ich hab, das werde ich auch heute spielen. Ich hab Morgana gezockt eben. Ja? Seit wann LPsel, Kevin, soll ich fragen? Seit dem 27.01.2010. Kann man aber auch auf dem Kanal gucken. Titte, ich zock dann das heute Cockmore. Cock. Ich zock. Ich zock bestimmt. Irgendwen. Das passt. Antje, du bist doch viel zu hoch. Wie hoch? Ach so, hoch. Mein Niveau ist auf dem selben Stand wie TTs. Ja, dein machen Niveau, wir low? Aber dein Le- ja, low. TT ist erst 5. Ja, ich hab's geschafft! Errungenschaft freigeschaltet. Ja, ist ja eine geile Errungenschaft mit so ein paar Zeichen und Zahlen. Ist so, bitte. Kevin, du machst doch so ein offenes Spiel. Du spielst also mit und gegen Abonnenten, oder? Ja, hier ist eine Bandage, also aber wo? Community Game. Da kann ich doch eigentlich auch meinen normalen Account nehmen, damit ich irgendwelche vernünftigen Champions spielen kann, oder? Aber das ist das Blöde, wegen den 30ern, weil dann ist wieder der Level-Vorteil da. Ja, dann nimm meine Rune raus. Ja, mein Gott, das soll auch wieder. Ah, hier. Wie heißt es? Skull, ich hab eh noch keine Runen so wirklich, außer ich hab wieder Runen. Ja, genau. Wieso ist das denn so? Ja, wie soll das denn gehen? TT? Du kriegst die Bandage, indem du dich einfach da drunter stellst und dann hochspringst, dann hast du die. Echt? Ehrlich? Ja, ja, das ist so. Ich hab gedacht, oh, das ist zu hoch. Nein, das ist... reicht. Ja, genau. Oh, ach, geht doch nach Hause. Oh. Da kann man echt nur den Kopf schütteln. Soll ich fragen, was dein Lieblingsspiel ist? Super Mario Galaxy 2. Da gibt's voll viele. Ich hab kein super Lieblingsspiel. Doch, aber ein Mega? Ein mega super super. Ein epic Lieblingsspiel. Ja. Ach du Scheiße. Ich soll fragen, ob du Energy trinkst. Nein. Nein. Das schmeckt nach flüssigen Gummibärchen, ne? Also, das stimmt. Und nach Zucker. Ich finde das nicht in Ordnung mit den Energy Drinks. Die pushen auch. Wenn Zucker fein. Tun sie gar nicht. Also ich trinke auch. So, und geschafft. Und die nächste Bandage. Was trinkst du? Du trinkst Tee, ich weiß. Ja, aber ich trinke Energy Drinks nur in Verbindung mit so einem durchsichtigen Tee. Nein, mit durchsichtigem Tee. Ich auch. So, darf man jetzt mit 30ern stoppen oder nicht? Ja, ich würde aber dann sagen, ohne Ruhen und Meisterschaften nur... Ja, Meisterschaften habe ich eh nur 2 Punkte mehr als ihr, als die 19er. TT, das Level musst du mit dem anderen machen. Ja, ich wollte gerade sagen, es geht doch gar nicht, oder? Das geht nicht, sonst. Ist hier irgendwo mein Kid? Ey, der Josef! Nein, das... Ja, das muss man mit einem anderen Charakter. Weil, das kannst du, glaube ich, mit Okmo machen. Nein, Kid ist geiler als Okmo. Okmo, ja, oder The Kid, ja. Er hat ja auch Doppelsprung. Eben. Zockst du Facebook Games? Ich schaffe es nicht. Zockst du Facebook Games? Fragen? Nein, zock ich heute nicht. Nein, ist. Nee, zock ich auch nicht. Also Facebook Games zock ich nicht.
So, also, okay, das hätten wir geschafft. Hier ist eine Warp Zone. Jo, die sehe ich sogar ich. Ist ja jetzt schon ein Schlüssel vorbeigefahren. Also darf man nun mit 30ern... Ja, aber... Boah, Alter! Bleib mal korrekt. Man darf mit 30ern, aber wenn es geht, bitte, so... Ja. Lower Count ohne Warp Zone! Also heißt es... Auf geht's! Es heißt ja im Grunde genommen gar nicht so. Ich bin so der Mom. Hallo Mom! Oh! Ja, genau! Ja. Was? Ich zock wieder Meatball, ich nehm grad auf. Ich hab jetzt alles A Plus geholt. Such die. Hä, hey, die Warp Zone geht doch. Hä? Hä, ist der Schmumsen auch da? Ich schon beschlossen, ich schreib immer so. Der Michel. Der Michel hört sich an wie der Schmumsen. Lol, der hört sich voll anders an. Der hört sich ja, ganz anders an. Na, deswegen mal im Headset, würde ich mal sagen. Dann mach hallo. Ne, der kommt ja selber, der ist. Gut. Ich kann das Level nicht. Ja, wusste ich. Hockt er wieder gegenüber? Direkt nebeneinander. Aufeinander. Ey, ich krieg die Bandage nicht. Nee. Seit wann spielst du Tischtennis? Seit 7 Jahren. Ja, also eigentlich 6. Titel, du musst von der Wand bis 2 Erdsteine zu abstoßen. Ah! Fast 10! Mhm. Sagst du Cotton Alley, die letzten 5 Level bin ich voll durchgerannt. Genau. In der Dark World. In Dark World bin ich noch nicht so weit. Ja, dann komm da mal schnell hin. Ich sag dir, da zieh ich dich ab, aber richtig. Ja, wir zocken auch hinter im Race mit Dark World, ne? Gar nicht viel. Ah. Boah, ich hab es nicht. Wie man wegen Caps nicht mehr gekickt wird. Ja! Ja! Nein! Und dann da! Bitte nicht! Die Frage, wie machst du eigentlich bei LOL? Oh! Ja! Ja, jetzt ist kein LOL! Jetzt ist Meat Boy! Geh mal nach Hause mit LOL jetzt! Oh, mein Trigger funktioniert in dem Level. Aquawasser, poste mal links von anderen. Geschafft! Ich sag jetzt, also ich hab letztens 7 Oh, wie der sich anhört, Alter! Mach wohl. Geh deine Mutter! Bitte nicht kaputt gehen! Deine Mutter! Mitchell nicht! Deine Mutter? Nein! Ich hab Angst! Ja, sonst werden wir mal früher weg. Oh oh. Letzter Versuch. Ja, alles geändert. Oh, oh. Ja, geschafft! Ja! Wow! Alter Schwede. Oh, ich bin voll der Gamer gerade. Level 7! Ach so, yo, die Warp-Zone muss ich auch mit einem anderen holen. Danny. Hier, Mann ist Alien-Typ neben Meat Boy. Ich möchte mal wissen, was der kann. Nee, genau. Das ist Wampa, zockt einen Bowser. Sagst du, ihr hört ihn die ganze Zeit? Ja. 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 Der ist gerade im anderen Test. Im anderen Test? Nein! Also doch. Was denn für ein Test? Den anderen Channel, oder? Ne, anderes CS. LOL. Ja, Wormzone! Ist doch egal. Hat das PC mitgebracht? 7LB Home TS, da dürfen eigentlich nur GLP und Demeter rein. Ich bin bei Michel. Nicht mehr da. Nein, GLP darf da nicht rein. Doch, das ist nur für seine Wohnung. Da dürfen nur Leute, die in seiner Wohnung sind. Genau. Für 7LB Home TS? Habt ihr einen weg? Wenn du was von deiner Mutter willst, dann gehst du bei TS rein. Ja. Weißt du, vor allem dann auch so richtig. An, ne? Richtig geil, sind ja in einer Wohnung, ne? Und anstatt dass er nur die Tür aufmacht, oder da, die Mutter hört ihn schon durch die Tür, aber er geht trotzdem ins TS, um mit der zu reden. Ja. Ja. So, ich ruf meine Eltern auch mal an. Das ist so wie wenn er den Manu um was zu fragen kurz, so möchtest du was von Meckes oder so, wenn der dafür Skype mit dem gehen würde. Macht er immer. Ich ruf meine Eltern mal mein Telefon an. Hör ich auch. Ich bin aber auch eine Etage über den. Wie soll er denn gehen?
Hast du das? Nein! Wie Warp Zone bereit? Was ist mit dir? Hast du irgendwie voll gelitten? Ja. Auch nochmal. Ist... Ne, hä? Die Bandage ist gespeichert von hier? Warum das denn? Darum. Aber die letzte habe ich doch noch nicht. Nein! Depp, Depp, es wird gefragt, wann ihr Dings zockt. Den 24-7 Stream. Also immer mal auf der Stream macht. Mal gucken. 24-7 Stream? Geil, mach ich mit. Eine ganze Woche. Ey, bitte, also mit Kamera, ne, wenn ich schlaf. In der Schule. Ja, genau. In der Schule Stream. Im Unterricht. Nimmst du einen Laptop mit, willst du Matheunterricht oder so, bist du erstmal voll dick am Labern. Und deine Lehrerin so. Wenn ich als Klassenspringer. Ich mache mir sehr gut, ich habe mich dafür gesorgt, dass derjenige dann nicht lange hingehört. Ja, der Mitchell redet gerade was vom Klassensprecher. Wirklich? Ich muss mir doch die Tafelbilder aus der Uni runterladen, ey. Ich hab die noch nicht. Ja gut, ich wenn ich sonst jetzt nicht mehr helfen kann, dann Bayern dann auf den Zug. Erst wird es hier. Nein! Oder was? Ich komm nicht mehr da hoch! Echt? Doch, du darfst nur die obersten wegmachen, dann kannst du dich auf die anderen draufstellen. Ja, stimmt. Nee, ich darf doch nur die untersten wegmachen, du Lustig. Nee. Nein. Ja, nein. Oder die obersten darfst du wegmachen, da kannst du dich draufstellen und da rumspringen. Ja, ist Quatsch, ich mach. Die beiden obersten. Ja, ich weiß nicht. Und dann. Und die beiden untersten, aber den mittleren lässt du da. Nein. Da bin ich dann eigentlich die ganze Zeit gleich drauf. Ja, falls du was sein sollte, dann. Das allergeilste ist ja, dass das alles in der Aufnahme ist, wie der Mitchell. Ja, jetzt schon verkackt. Die Tipps sind sehr professionell. Sepp, ich würde das dem Mitchell gleich mal sagen. Was, er seilt da gerade einen ab? Ja. Naja. Er hat sich gerade so angehört. Ja, wenn noch was ist, stupst mich an, ich seil gerade einen ab. Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Kurz AFK. Der Mitchell. Willst du auch ein Abseins, also könnte auch anstatt AFK kurz FKK sagen. Ja. Ah, kurz FKK. Genau. Ja. Euch schönen Abend noch und dann bis dann. Tschüss! Ja! Geschafft! Tschüss, Mitchell! Schönen Abend noch! Die antworten dir die ganze Zeit nicht, oder? Ach, hier war das, wo man... Genau, das hat mir jemand schon... Hallo! Ach, nein! Hallo, Mitchell! Sag mal hallo, du bist in die Aufnahme! Guck mal, dreh mal den Sepp-Juten, ey! Boah! Tschüss! Nein! Ich hab's verkackt. Sepp, wir müssen uns da gleich mal was überlegen, ne? Das heißt, wir streamen sollten, ne? Wenn wir streamen sollten, dann dürfen wir uns nicht mehr muten, ne? Dann hören wir uns die ganze Zeit so behindert. Also da wird Marison ja hier so, dann durfte ich den nicht muten, aber der hat mich gemutet, weil der hat den nicht gestreamt. Wir streamen jetzt einfach alle, die streamen können, die streamen jetzt. Sauber, geschafft! Sauber, Bandage get! Und nein, nicht das Level, da ist keine Bandage drin. Weißt du, was das geil ist? Das bringt den. Bringt doch nur da runter. Ja, weil er macht mal voll den Hall. Ja, jetzt könntet ihr die halt nicht mehr, weil die hören halt dann doppelt. Ja, ich weiß, das ist es ja. Egal, ob wir uns mieten. Ich kann auch die ganze Zeit voll laut reden. Junge, ich höre das auch. Der ist voll behindert, der checkt das nicht, dass ich immer so rede. Könnt ihr nicht durch ein Mikro reden? Nö. Wenn du so ein Headset hast, die von der Welt abgeschirmt. Ich muss mal. Ey, mach mal das Rollo hoch. Ne, ich mach das schon. Wo ist denn die Bandage hier? Vielleicht Mückeneck. Ich hör dich gar nicht. Nein. Ich muss dich entmuten. Ach, hier war eine Warp-Zone, bin ich drin. Das ist halt geil, du hörst mich die ganze Zeit. Ich hör den aber nicht. Ich hör nur das doppelte Lachen. Ich hör dich gar nicht. Ey, ich glaube, ich weiß schon, wie ich die Zähne. Ach nein. Kann wie scheiße. Dolby's zu bauen. Vor allem Mitchell, das allergeilste war ja, dass man dich gerade die ganze Zeit. Charakter war Abzone. Oh nein, Meatboy. Du armer Mann. Ja, wenn der Sepp Subin halt einstellt. Boah, Junge, ihr. Wacht mich voll am. Hallo, Meatboy. Boah, er zockt die ganze Zeit Meatboy. Ja, ich nehm das auch auf, Junge. Deswegen mach mal euren Halter aus. Geht nicht aus, du Affe! Ja, weil er selbst so laut sprechen muss und weil er sein Headset so geil eingestellt hat. Also die Voice Activation, dass man, auch wenn ich flüstere, dass man das hört, auch wenn ich in einer anderen Wohnung bin. Oh, wie ist denn das jetzt? Boah, ist das behindert. Ja, sag ich dir nicht.
jetzt ganz normal redet, dann dürfte man das, sollte man das eigentlich nicht hören. Das wäre der Optimalfall. Ja. Also dann sollte man das hören. Man sollte das halt nur bei mir hören. Und nicht nur beim Sepp auch. Geht. Man hört es auch nur bei dir. Ja. Ich spreche jetzt extra die ganze Zeit in was Level Richtung. Ja, doch, das war doppelt. Du Sepp ist immer doppelt. Ja, weißt du, der Sepp, der spricht so laut, ich kann meine Voice Activation einstellen, wie ich will, das kann ich nicht abstellen. Das ist ohne Scheiß. Mute dich einfach die ganze Zeit. Ich hab noch nichts dafür, dass du in dich reinredest. Wieder da. Können wir uns, weißt du, Sepp, da können wir das auch so umbauen, dass du direkt neben mir sitzt. Und dann mache ich da mute ich meins und dann sprechen wir einfach den über dein Headset. Das müsste sogar gehen. Ja, eigentlich. Ja, klar geht das. Aber da müssten wir halt hier die Box da wegpacken, den Rechner da wegpacken und gucken, ob wir das irgendwie da reinstellen können. Ja, macht das einfach so, dass ich einfach dauerhaft sende. Immer. Nein! Dann hört man mich aber nur ganz leise. Hat dich gerade die ganze Zeit verstanden, als du da gelabert hast. Man hört sich aber leise. Ja, man hört den Krankenwagen, ne? Von mir aus, genau. Verdammt laut. Nee, man hat dich echt, man hat jedes Wort verstanden, Mitchell, von dir. Alles. Dann irgendwas mit Klassensprecher hast du gelabert und schönes Wochenende und wenn noch eine Frage ist, soll man dich anstupsen. Und abseilen. Ja, weil du leider ein Abseilen bist. Genau, ein Abseilen war es auch. Oder versuche jetzt so wieder Michael in mich reinzureden. Leiser als so geht das gar nicht. Ja, aber so ist in Ordnung. Ich mach Push. Vergiss ich immer zu drücken. Ja, merk ich. Da reg ich mich voll auf, damit keiner antwortet. Ja, dann hört man nicht mal Mitchell. Boah, ist das Level einfach und ich schaffe es wieder nicht. So, ich schaue Push to Talk so. Ja, Push to Talk. Talk, hallo, heute Push. Mit Sebastian Pringles Fresse. Push to Talk? Ich schaff das jetzt auf der seitlichen Maustaste drauf. Ja, soll ich das auch immer. Push to Talk. Nein! Push to Talk. Push to Talk. Wie ich abgekackt bin. Ja, push TT. Push Titte. Tittenpush. Nein! Push auf BH. Oh oh. Das ist ja, das lohnt sich jetzt noch voll zu streamen, ne? Oh oh. 9:30. Ja! Geschafft! Nee, hey, du musst jetzt gleich ins Bettchen gehen. Wie soll das denn gehen? Hä? Achso. Mitchell, sonst fängt er auch erst immer so um 22 Uhr an. Ja, Anschlussstream ist was anderes als ein einfach mal eben so streamen. Weil den Anschlussstream, den kann ich in Selbststreams ankündigen. Ja, dann kündige den doch jetzt hier an. Ja, das ist ja richtig gut. In der Aufnahme. Wir gucken dann beim TT. Damit ich weiß, wie viel gleich nicht mehr gucken. 798. Geh mal nach Hause, Junge. Ah. Ah, nein! Vor allem, das hat alles die ganze Zeit in der Aufnahme, ist das richtig geil, Titi, da hätte ich richtig Bock drauf. Ja, wenn ihr hier drin seid, was kann ich denn dafür, Mr. Rock? Ja, genau, weil du musst auch besser, wenn du aufnimmst. Ja, ich nehme ja Livestream immer auf, so geschafft. Ja, dann geht mal raus hier mit eurem Hall hier, tschüss. Ja, Mann, ich wollte sagen, jetzt 782 Zuschauer, wir machen jetzt einen Stream. Wir reden jetzt im Stream guck mal. Über Mathematik. Guck mal. Mitchell, du bist gleich weg, weil ich dich jetzt ummache. So. Du machst mich um. Doch, der kann verschieben. TT, zeig mal Rekord. Tu's nicht! Nimm es an! Klick mal auf den Namen und zeig mal. Was ist denn? Ah, da oben! Ja, wie komm ich denn?